Hallo, ich bin's, Phantom Foxy. Bevor ich anfange und sage, was ich machen will, wollte ich nur eine Sache sagen. Bitte beleidigt mich nicht, was ich mache. Und beleidigt Wim nicht auf seinen Kanal. Und sagt nicht, er soll seinen Kanal löschen und das Spiel ist scheiße. Wie Spiel. Denn ich akzeptiere sowas nicht. An alle, bitte nicht so einen Scheiß schreiben, sonst blockiere ich euch wirklich. Und jetzt geht's weiter. Euer Phantom Foxy wünscht euch noch viel Spaß. Denn ich, Phantom Foxy, möchte euch gute Unterhaltung liefern. Ich habe keinen Bock auf schlechte Laune. Bis gleich. Euer Phantom Foxy sagt, bis gleich und bitte keine Scheiße schreiben, wird von YouTube eh gelöscht. Jetzt geht's los. Und das, was ich einmal gesagt habe, das war nicht ernst. Ich kann nämlich nicht Leute gebrauchen, die sagen, man soll den YouTube-Kanal löschen und das ist scheiße hier. Denn lösch dein Kanal ist jetzt auf der Liste. Und genau du, der eine YouTuber, ich hab dich von meinem Kommentarfeld gebannt. Du kannst jetzt nicht mehr schreiben, also überleg dir, was du gesagt hast. Denn ich lasse dich jetzt nicht mehr auf den Chat schreiben, denn ich fand ein Foxy dulde sowas nicht. Denn ich fand ein Foxy möchte das einfach so, dass es so bleibt, wie es ist. Ohne blöde Kommentare. Und Wim möchte das auch so. Weil sonst gibt es nämlich richtig Ärger. Und dann sorge ich für einen YouTube-Strike, ganz einfach. Weil so ein Scheiß muss nicht sein. Und jetzt gehe ich wieder ans End. Und jetzt lasse ich das auch, dass ich drüber rummecke. Weil es ist ja auch nicht gerade toll. Boah. Ja, es ist gut. Bin Kreativmodus. So. Ich gehe wieder nach oben. Und jetzt baue ich weiter. Weil mein Projekt, das habe ich hier nicht aufgegeben. Tut mir leid, ich wollte eben nicht rülpsen. Ist heute leider so. Hab heute ein bisschen schlechteren Tag. Hä? Was soll das denn?
Microsoft. Mann, ey. Warum müsst ihr die ganze Scheiße umstellen? Ich gehe ja mal auf der Beta raus hier. Mann, was soll denn die Scheiße, ey? Ich muss mal schauen, was mache ich jetzt hier? Ich baue nämlich jetzt an meinem Projekt weiter. Ich baue das End nämlich um zu einem Panda-Reservoir. Und wenn ich einen Chinese zugucken sollte, gib mir einen Tipp, wie man das mit den Pandas verbessern könnte. Ich meine das nicht rassistisch, ich meine das nur gut. Weil Pandas ja aus China kommen, deswegen. Ich wollte es nur wissen, was ich hier verbessern könnte. Ich habe nämlich Bock, wenn mir mal echt die Chinesen mal einen Tipp geben könnten. Wenn hier einer wäre, der mir Tipps geben könnte, das wäre gut. Aber ich interessiere mich wirklich dafür, was andere Menschen denken aus anderen Ländern. Denn ich bin nämlich für Multikulti-Leute ziemlich offen. Mir ist es egal, von wo ein Mensch herkommt. Hauptsache, er ist ein guter Mensch. Für mich sind alle Menschen gleich. Aber ich, Phantom Foxy, finde Menschen auch klasse. Ja, ich fand den Foxy mag Menschen. Wirklich. Oh Mann. Gerade in. Ja. Ich bleibe ganz ruhig. Kein Grund zum Aufregen. Aufregen bringt nur Systemabstürze. Ja, stimmt auch. Bye. Heute habe ich Phantom Foxy einfach Bock, hier ein bisschen zu bauen im End. Das ist ein Panda-End hier. Ich baue hier im End ein bisschen um, weil wenn ich hier schon mal keine Endermen habe, dann. Scheiße. Da bin ich wohl gerade aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. Das war nicht dich zum, naja.
Geil. Da haben die mir ja, naja, möchte ich nicht sagen. Naja, wie ein Kind gekriegt. Geil. Die Panda-Zucht geht los, aber. Ich finde es cool irgendwie, dass ich ein bisschen hier rumbaue wieder. Ja. Denn bei mir existiert das End nicht. Das gibt's nicht. Oh Mann. Vielleicht werde ich irgendwo mal einen neuen Server aufsetzen mit meiner Welt hier. Aber dann wird das eine Kreativwelt, wo jeder bauen kann, was er will. Aber meine Welt hier, die wäre gesperrt hier. Da könnte nur ich dran bauen hier. Den Bereich hier. Das sieht schon langsam wirklich gut aus. Fast schon fertig. Boah, diese Minecraft-Geräusche stört mich nicht. Egal. Ja. Ich habe heute Bock dazu, hier ein bisschen was noch umzubauen.
Alter Falter, langsam sieht das End schon ein bisschen besser aus, aber ich habe hier noch eine Weile dran zu arbeiten. Mal sehen, wie spät ist das hier echt bei mir. Alter Falter. Ist mir aber egal. So. Vielleicht mache ich hier mal ein Schild hin, dass, wenn du Interesse hast, dass du auf meinen Discord-Server joinen kannst. Ich werde den Link hier auf ein Schild machen, dann kannst du es dir abschreiben. Ja, das mache ich wirklich. Aber das mache ich am nächsten Tag. Jetzt im Moment nicht, ich habe keinen Bock dazu. Was ist denn hier da? Ah, das ist ja das Portal. Ja, das Endportal zu meiner normalen Welt hier. Ja. Alter. Bin auch nicht so richtig fertig. Da hier. Diese Panda mag ich, die so verrückt sind. Ups, tut mir leid, bei mir rutscht was raus. Okay. Hab wieder ein Panda gezüchtet. Ja, Ficky Ficky. Ich weiß, das sagt man nicht, aber bei mir ist das so. Ich bin einer, der offen ist. Bei solchen Themen, wenn du damit Probleme hast, dann bist du hier leider nicht richtig. Aber ich meine das nicht böse. Ich bin nun mal halt weltoffen und hab so eine freche Schnauze. So. 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 Das werde ich jetzt erstmal umbauen hier wieder. Ein bisschen daraus weg.
Aber für die Pandas hier, die haben in echt das aufgenommen mit den Pandas. Die Geräusche. Ich Phantom Foxy mag die Pandas hier. Ich Phantom Foxy. Ich finde die einfach süß. Ja, du kannst gleich noch was kriegen, aber ich muss erstmal noch arbeiten. Das ist nicht so einfach, wie du es dir denkst. Du bist zwar ein Panda, aber du musst dir denken, das hier zu machen ist alles sau schwer. So, raus da. Raus. Raus. Und raus. Und du da draußen, der mein Video oder mein Tag begleitet, du musst dir denken. Bitte schreib was Vernünftiges und nicht so Mist. Was meinst du, wie viel Mühe ich mir gebe hier, um euch immer nett zu unterhalten? Da gebe ich mir immer wahnsinnig viel Mühe. Und wenn einer irgendwie so Mist schreibt, dann werde ich schon etwas stinkig. Weil, wenn man sich Mühe gibt und solche Leute hat, die nur Mist schreiben, wird man natürlich sauer. Und dann wird man bei mir blockiert, dann. Das ist kein Spaß. Da bin ich wirklich echt total streng und knallhart. So. Jetzt nochmal die kleine Ecke hier und dann ist erstmal Schluss. Weil ich euch fast schon 23 Minuten das zeige und etwas sabbel und ruhig bin. Zwischendurch mal. Ja. Bin ich müde. Was tue ich nicht alles für meine Leute hier? Ja, sehr viel, weil es ist es mir wert und ich bin einfach einer, der ein Herz hat für die Community. Ich Phantom Foxy finde alle toll, die den Kanal von Wim abonniert haben. Ich Phantom Foxy mag die Leute. Und die Leute, die Scheiße schreiben, die. Das sind einfach Idioten, mehr nicht. Ja, boah, Alter. Ich werde das End langsam mal umbauen. So. Was soll's? Ah, ich lasse da was Neues hin. Tür zu, bevor es noch regnet.
kleines Feuerchen. Was mache ich mit den Lore hier? Bin gleich wieder da. Bett ist zu weit weg. Hier melde ich mich wieder, Funtime Foxy. Ich wollte euch nur sagen, danke, dass ihr mir zugeguckt habt, wie ich hier ein bisschen was noch gebaut habe am End. Das finde ich nett von euch. Denn heute habe ich auch schon einiges erledigt und ein bisschen Real Talk gemacht. Und das musste unbedingt mal sein. Ja, und heute danke ich euch auch noch, dass ihr so fleißig ja, zugeschaut habt. Das ist wirklich sehr nett. Denn ich schätze alle, die auf meinem... Oh, tut mir leid, bin da ein bisschen durcheinander. Die meinen Alltag anschauen. Und ich schätze euch alle so dafür. Mehr kann ich echt nicht sagen. Bis gleich. Bin wieder da. Erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen.